Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Willkommen zurück bei Kölner Live. Bei mir zu Gast ist jetzt Christoph Klingler, Ö-Ticket-Chef und einer der größten Ticketverkäufer oder der größte Ticketverkäufer, muss man sagen, dieses Landes. Zumindest bis vor den Lockdowns, weil derzeit verkaufen Sie nämlich an kaum Tickets. Haben Sie überhaupt irgendein Geschäft momentan? Ich glaube, ich bin mit ein paar hundert Tickets am Tag immer noch der Größte. Ja, weil die haben dann überhaupt nichts verkauft. Ja. Ja. Rechnen Sie eigentlich mit einer weiteren Lockdown-Verlängerung? Morgen soll ja die nächste Entscheidung bekannt gegeben werden. Ich gehe als Bauchgefühl heraus, ja, gehe ich davon aus, weil wir ja sehr häufig dem deutschen Vorbild folgen. Und wenn man das beobachtet, was in Deutschland gerade geplant ist, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja. Was bedeutet denn das alles derzeit für die Veranstaltungsbranche, für die Ticketbranche? Dieser, man muss ja sagen, das ist ja fast schon ein Jahr Lockdown, in dem sich die Branche jetzt befindet. Ja, das trifft es perfekt. Also wir sind seit 15. März 2020 im Lockdown. Wir haben über 80% aller Veranstaltungen, die geplant waren in 2020, abgesagt oder verschoben. Und die paar wenigen Veranstaltungen, die stattgefunden haben, also jetzt als Beispiel die Salzburger Festspiele, als das größte, interessanteste, das stattgefunden hat, waren ja alle defizitär. Also das ist ja nicht so, dass da Geld verdient wurde, im Gegenteil. Das hat man nur gemacht, um Flagge zu zeigen, um etwas zu machen. Ja. Was hat Sie das gekostet dieses Jahr? Ein Vermögen. Also die Branche liegt da nieder. Bei der Branche geht es um Milliarden. Also man muss sich das ja vorstellen, dass die österreichische Kultur- und Veranstaltungsbranche eine dreimal so große Wertschöpfungsleistung hat wie die gesamte Landwirtschaft. Also wir reden davon 8 bis 9 Milliarden Euro. Und davon ziehen wir mal vielleicht 100% ab. Das ist das, was es das Land, was es uns alle gekostet hat. Ja. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass Sie von der Politik nicht wirklich ernst genommen werden, weil man hört, wie immer wieder, der Handel soll öffnen, der Handel soll zusperren, die Schulen sollen öffnen, die Schulen soll zusperren. Über die Kultur- und Veranstaltungsbranche wird sehr wenig bis gar nicht gesprochen. Man muss sagen, die letzten Wochen ist es überhaupt komplett ruhig geworden. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, man muss da differenzieren. Ich bin heute sowieso sehr schlecht gelaunt. Insofern muss ich mich auch selbst ein bisschen bändigen. Aber wenn man von der Politik spricht, muss ich sagen, dass bestimmte Bereiche, bestimmte Ministerien sehr wohl mit uns sprechen, sehr wohl Verständnis haben, ja, auch haben sollten. Da gibt es Gespräche und auch wenn natürlich die Hilfen alle noch nicht ausreichend sind, ist Österreich einer der ersten gewesen, der die Branche unterstützt und auch mit relativ vielen Maßnahmen, aber es reicht natürlich bei weitem nicht aus. Wo wir ein großes Problem haben als gesamte Branche, ist das Gesundheitsministerium. Man muss sich vorstellen, dass wir seit März nicht ein Gespräch mit dem Gesundheitsministerium hatten. Wir haben mehrfach angefragt, wir haben aus unterschiedlichsten Seiten Konzepte präsentiert. Jetzt seit November liegt zum Beispiel ein Angebot von uns vor, dass man dieses ganze Impfanmeldesystem, also von uns meine ich das Unternehmen, ja, managen könnte. Wir haben bereits im August, September vorgeschlagen, dieses Reintesten, das jetzt als die große Innovation präsentiert wurde. Antwort null. Mhm. Und das ist für mich tatsächlich eigentlich kriminell, weil diese Menschen werden dafür bezahlt, für uns tätig zu sein und nicht um sich einzumauern. Mhm. Sie haben gerade das Reintesten angesprochen. Das soll ja jetzt wieder einen Betrieb ermöglichen, sagt man. Wobei wann der dann beginnt, steht ja auch noch völlig in den Sternen. Was halten Sie denn von dem Reintesten? Ist das überhaupt praktikabel? Ist das umsetzbar für Sie als Ticketverkäufer und auch für die Veranstalter? Also jetzt grundsätzlich halte ich das Reintesten für eine Übergangslösung, die tatsächlich notwendig sein wird. Dass aber, wie ich gesagt habe, seit Sommer, seit klar war, dass jetzt diese Schnelltests gibt, ja, dass da nichts mit uns besprochen, mit der Branche besprochen wurde oder geplant wurde, das halte ich einfach für unfassbar. Sie waren da überhaupt nicht eingebunden? Überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt nicht. Und man muss sich vorstellen, allein jetzt wir als Ö-Ticket validieren 6 bis 7 Millionen Tickets im Jahr. Mhm. Also wir haben ja die Systeme. Wir haben die Menschen, die das machen. Ja? Die größtenteils laufen viele der Hallen und Plätze auf unseren Systemen. Also mit uns nicht zu sprechen, halte ich mal für eine wunderbare Verfehlung. Aber generell mit der Branche wurde nicht gesprochen. Und das Hauptproblem, um die Frage jetzt im Detail zu beantworten, ist ja,
wer soll denn das auf welche Art und Weise validieren? Und dafür gibt es eben noch keine Lösung. Weil aber wie soll das funktionieren? Das ist ja die große Frage, die Sie völlig richtig stellen. Ja. Wie könnte es funktionieren? Wie stellen Sie sich das vor? Genau, also gehen wir mal vom Kritisieren weg gleich in die Lösung. Die Lösung kann doch nur sein, dass es einen Standard gibt für Impfergebnisse, der anonymisiert auslesbar ist. Und da, lieber Herr Minister, es gibt so etwas wie QR-Codes, das ist überhaupt keine Hexerei. Da kann man jede Apotheke, jeden Arzt, alle damit ausstatten, damit der Gastronom, der Türsteher, der was auch immer, einfach mit einer ganz einfachen App erkennen kann, also, passt. Dass man sein Testergebnis als QR-Code kriegt, genau, wäre Ihr Vorschlag. QR-Code oder was auch immer für eine Art von Code, anonymisiert ausgibt. Und diese Systeme gibt es. Man muss sie nur beschließen und einführen. Und damit habe ich auch kein Datenschutzproblem und ich habe auch kein Fälschungsproblem, weil alles andere ist ja lächerlich. Das heißt, Ihr Vorschlag wäre, man macht den Test, bekommt einen QR-Code. Mit diesem QR-Code geht man dann in eine Veranstaltung, zu einem Konzert, wo auch immer hin, zeigt den an der Kasse her, der wird gescannt, in dem Moment, wo das grün leuchtet oder Hackerl ist, wie immer es ist. Hackerl, und er sagt, darf den rein, gibt's, Impfung hat stattgefunden und ist noch innerhalb in des Fall, festzulegenden Test oder späteren Impfung. Der Test hat stattgefunden und ist noch innerhalb dieser je nach erlaubten zeitlichen Frist. Mhm. Jetzt ist ja auch die Frage, hätten Sie die Kapazitäten, um das zu kontrollieren? Also haben die Veranstalter die Kapazitäten, um das wirklich zu kontrollieren? Bei Groß-Events, sage ich jetzt einmal, ist es wahrscheinlich deutlich schwieriger als jetzt bei einer Theatervorführung, wo ein paar hundert, vielleicht 2.000, 3.000 maximal in der Oper Gäste sind. Aber wenn ich ein Festival habe mit Zehntausenden Besuchern, geht das? Also wenn ich die technischen Möglichkeiten seitens der Regierung zur Verfügung gestellt bekommen, in dem Fall sind es eigentlich nur eine Anbindung an eine Datenbank und den eben geschilderten Vorgang durchführen kann, dann kann ich das. Was ich aber nicht kann, ist Einsicht nehmen in echte Daten, das darf ich auch datenschutzrechtlich gar nicht, also ob der Herr Fellner gesund oder krank oder getestet oder was auch immer ist, das geht mich ja nichts an. Ich kann nicht feststellen, ob das gefälscht oder nicht ist. Und was ich nicht kann und was wir überhaupt nicht sehen, vor allem für große Veranstaltungen, ist, dass wir vor Ort noch testen, weil das ist einfach nicht umsetzbar, selbst wenn man sagt, das würde die Regierung bezahlen. Ich kenne einen Test, dass man bei 25 Teststraßen 3,5 Stunden für 3.000 Leute braucht. Also das ist momentan nicht abbildbar. Mhm. Wie kann denn Ihrer Meinung nach die Branche generell wieder aufsperren? Weil Sie haben ja selber gesagt, das ist wenn eine Zwischenlösung, dieses Reittesten. Aber wie werden Veranstaltungen im Jahr 2021, sofern es hoffentlich dann im Frühjahr irgendwann mal wieder welche gibt, wie wird das ablaufen Ihrer Meinung nach? Ich sehe tatsächlich, und ich bin kein Impfbefürworter oder Impffan, sondern ich versuche hier realistisch zu sein, ich sehe erst eine Normalität wieder, wenn die Impfungen tatsächlich durchgeführt worden sind oder eine dementsprechende Menge an Menschen geimpft worden sind, dann muss die Normalität wieder einkehren. Wieso das Monate dauert, erschließt sich mir nicht. Ich meine, eine Bundespräsidentenwahl oder Nationalratswahl schaffen wir auch an einem Tag. Mhm. Also ich glaube, dass hier einfach die völlig falschen Menschen zuständig sind. Aber ja, mit Impfung wird es funktionieren. Aber heißt das, dass es, glauben Sie, in der Veranstaltungsbranche so etwas wie eine Impfbestätigung dann geben wird? Also sprich, man wird Veranstaltungen nur noch besuchen können, wenn man geimpft ist? Ich könnte mir das vorstellen, aber nicht, weil es unser Wunsch ist, sondern weil ich, wenn ich mir das jetzt anschaue, wie es sich entwickelt, das vorhersagen möchte. Die andere Variante wäre eben ein Testverfahren, das parallel dazu läuft, was aber natürlich für die Menschen dann ungleich höher aufwendig ist, was längere Wartezeiten bedeutet etc. Also ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass der geimpfte Besucher wesentliche Vorteile hat, bis hin zu, dass auch nur er hinein kann, das ist durchaus möglich. Also das könnten Sie sich wirklich vorstellen, dass dann nur Geimpfte in Veranstaltungen, Konzerte gehen dürfen? Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass Veranstaltungen der Veranstalterhaftung unterliegen und der Veranstalter ist ja dafür haftbar, sobald er in irgendeiner Weise sich nicht ordnungsgemäß darum kümmert, dass das Ganze so abläuft, wie es ablaufen soll. Und ich glaube nicht, dass wir die Haftung übernehmen können, dass jemand sich dort ansteckt oder angesteckt hat. Aber da gibt es noch einige rechtliche Fragen, die kann ich jetzt hier auch nicht beantworten, weil sie noch nicht gelöst sind. Ja. Die spannendste Frage für viele Zuschauer wird wahrscheinlich sein, wann wird es denn wieder zu einer Öffnung kommen? Was ist denn Ihre Einschätzung? Wann glauben Sie, wird es Veranstaltungen wieder geben können in Österreich? Also
Das wird tatsächlich von der Schnelligkeit der Behörden abhängen. Je schneller wir diese Teststrategie standardisiert haben, je schneller genug Impfdosen zur Verfügung stehen, schauen wir mal Richtung Israel, auch Deutschland macht es besser, desto schneller wird es funktionieren. Also bestenfalls, glaube ich, nach Ostern und größere Veranstaltungen aus heutiger Sicht im Sommer sollte man Gas geben können und das Impfen besser organisieren, bitte so früh wie möglich. Ja. Und werden das dann Ihrer Meinung nach Veranstaltungen sein, so wie wir sie kannten vor Corona, oder wird alles ganz anders sein? Ich hoffe, dass es dann mit der Impfung so sein wird, wie wir sie kannten. Ich kann mir jetzt keine Festivals vorstellen mit Abstand, Sitzplatz und Maske, wenn man jetzt mal über die Festivals nachdenkt. Im Klassikbereich, glaube ich, ist es einfacher durchführbar und in bestimmten anderen mittelgroßen Konzert- und Eventreihen. Aber im Großen und Ganzen wird es tatsächlich eben von der Geschwindigkeit abhängen. Und dann glaube ich ganz fest, dass es wieder eine Normalität gibt. Wird Ihrer Meinung nach der komplette Veranstaltungsbereich wieder aufsperren können oder wird es einzelne Bereiche geben, wo es schwierig wird? Ja, eben Festivals beispielsweise, Clubbings? Also wenn es dann eben so weit ist, wie ich gesagt habe, glaube ich, dass es da keine Probleme geben wird und auch geben kann, weil wir reden ja von einer gewaltig großen Anzahl an Veranstaltungen, dementsprechend viele Arbeitsplätze etc. Insofern müsste das eigentlich relativ rasch für alle Arten von Veranstaltungen, auch Sportveranstaltungen, gleichzeitig dann möglich sein. Und abschließend noch ganz kurz zum wirtschaftlichen Aspekt. Wir hören ja immer wieder, es gibt sehr viele Hilfspakete, die angekündigt werden von der Bundesregierung. Sie sind Unternehmer. Haben Sie von diesen Hilfspaketen schon was gesehen? Was funktioniert Ihrer Meinung nach nicht? Also es hat einige Dinge gegeben wie den Umsatzersatz, die Teile unserer Branche tatsächlich in Anspruch nehmen konnten. Die Kurzarbeit konnte teilweise in Anspruch genommen werden, von uns nicht, weil wir sind am Abwickeln die ganze Zeit oder so gut wie nicht. Wir haben nur ganz wenige in Kurzarbeit gehabt, jetzt gerade im Moment nicht. Auf was wir jetzt alle sehr gespannt schauen, ist der Veranstalterschutzschirm, der diese Tage entschieden werden soll. Und da hoffen wir natürlich auf eine höhere Förderungs- oder Hilfsgrenze und auch, dass das Ganze nicht gegengerechnet wird zu erhaltenen Förderungen, weil gerade die großen Veranstaltungen sind die Wertschöpfungstreiber. Herr Klinger, vielen Dank für diese Einschätzung. Drücken Ihnen alle die Daumen, dass es bald wieder Veranstaltungen gibt in diesem Land. Ich glaube, nicht nur die Veranstalter, auch sozusagen die Besucher würden sich das sehr, sehr wünschen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich zurück und dann sprechen wir weiter über das Thema Corona. Gleich zu Gast sind Heimo Leposchitz und Robert Miesig und mit den beiden analysieren wir gleich den Lockdown. Wird es zu Verschärfungen kommen oder wird es vielleicht doch den einen oder anderen Öffnungsschritt, Stichwort Handel, Stichwort Schule, geben? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause.